Auf einen Superlativ können die Organisatoren vom Familiennetzwerk Hanau zu Recht stolz sein. Ihr Seifenkistenrennen auf der Hermann-Ehlers-Straße in Steinheim ist das größte seiner Art in Deutschland. Das Programm war auch bei der 7. Auflage gewohnt umfangreich. Es wird sehr, sehr viel geboten. Es werden Einzelkisten, es gibt freie Klassen, es gibt offizielle Seifenkistenklassen. Hier können auch Punkte für die deutsche Meisterschaft gefahren werden. Es gibt Viererkisten, in denen mehrere Personen fahren können. Also alles in allem mit den Ständen am Rand ist es so ein bisschen Volksfest und Seifenkistenrennen. Organisatorisch sind wir schon viele Wochen und Monate, bevor die Veranstaltung stattfindet, am Start, das alles zu organisieren. Mal ein kleiner Ausblick, wir haben hier weit über 700 Starts, die stattfinden müssen innerhalb von 2 Tagen. Das Rennen findet immer am Samstag und am Sonntag statt. Und das ist schon ambitioniert, aber bisher haben wir es immer gewuppt. Und deswegen ist es auch die größte Seifenkistenveranstaltung mittlerweile in Deutschland geworden. Die Fahrer aus Steinheim hatten natürlich einen kleinen Heimvorteil. Also ich fahre jetzt mein 7. Jahr. Also das Runterfahren macht Spaß und so. Ich pause immer mit meinem Vater und meinem Bruder, aber mein Vater hauptsächlich. Und also wir bauen sie über das ganze Jahr. Beim Werkeln wird oft nicht nur auf Schnelligkeit Wert gelegt, es entstehen auch immer wieder ziemlich ausgefallene Seifenkisten. Andrea Westhoff und ihr Sohn Benjamin waren in Steinheim in einem Ferrari unterwegs. Wir haben noch einen Bugatti und einen Mercedes, aber den Ferrari haben wir gedacht, der ist schneller. Das war meine erste Fahrt, also ich bin heile nach Hause gekommen. Ne? Damit das so bleibt, gilt es auf der Strecke einige Tipps zu beachten. Man darf nicht so viel lenken, ne? Man muss es gerade halt und dann halt an der vorne an diesem Kreisel dann kurz einschlägt. Als Schlüsselstelle ist mitten in der Strecke vielleicht der Kreisel zu nennen. Ja, der muss umfahren werden. Das ist für unsere jüngeren Fahrer natürlich schon ambitiös, aber die haben natürlich auch am Vormittag immer Gelegenheit, eine Testfahrt zu machen. Und da können sie sich da so ein bisschen einschießen. Und da kommt es natürlich drauf an, mit so wenig Lenkbewegungen wie möglich drumherum zu kommen, weil jede Lenkbewegung natürlich auch Verminderung der Geschwindigkeit bedeutet. Familiennetzwerk aus dem Team Wild Girls. Achtung! Los! 750 Fahrt werden unsere drei beiden Klasse in selbstgebauten Kisten mit Luftreifen, einmal das Sofa, dann wird auch das Sofa. Guten Abend!